Pässe kommen leider nicht immer genau da an, wo man sie hinhaben möchte. Und meistens ist daran natürlich das Spiel schuld. Da hätte man in manchen Situationen die Steuerung doch lieber auf manuell gestellt. Nur für diesen einen Pass. In PES 2015 habt ihr die Möglichkeit, genau das zu tun, ohne die ganze Steuerung umstellen zu müssen, und das direkt im Spiel. Dafür haltet ihr einfach L2 auf der PlayStation oder LT auf der Xbox gedrückt und schon wird die nächste Aktion manuell ausgeführt. In schwierigen Situationen könnt ihr damit die Passstärke und vor allem Passrichtung deutlich präziser bestimmen. Dies braucht natürlich etwas Übung, da nicht nur die Richtung, sondern auch die Stärke manuell angepasst werden muss. Am besten geht ihr dazu in den Trainingsmodus, um ein Gefühl für das Spiel mit der manuellen Steuerung zu bekommen. Besonders schwer wird es bei einem manuellen Schuss. Hier kommt es stark auf die Flugrichtung und Stärke an. Haltet auch hier L2 bzw. LT gedrückt, zielt mit dem Pfeil in die Torecke, in die ihr schießen wollt, und achtet darauf, dass ihr die Schusstaste nicht zu fest durchdrückt. Die Leiste sollte höchstens bis zum gelben Bereich gefüllt sein. Auch hier empfehlen wir ein paar Runden im Trainingsmodus, um ein Gefühl für die Schussstärke zu bekommen. Wenn ihr diese Tipps beherzigt und ein bisschen übt, geht die Steuerung leicht von der Hand und euch gelingen genau die Spielzüge, die ihr euch vorgestellt habt.